Diese Übungsform heißt Achter am Barren. Material brauchen wir einen Barren und Matten. Ziel ist, Geschicklichkeit und Kraft der Schüler zu verbessern. Der Schüler hat die Aufgabe, den Barren in der Form eines liegenden Achters zu überwinden. Er kann dabei von oben oder auch von unten beginnen. Diese spielerische Kräftigungsübung kann auf ganz viele unterschiedliche Arten gelöst werden und hier ist der Kreativität der Schüler keine Grenzen gesetzt. Dieser Schüler beispielsweise startet den Achter von oben und hat natürlich dann andere Schwierigkeiten zu bewältigen als diejenigen, die von unten starten.